So, es geht weiter bei Professor Layton. Wir haben uns jetzt Gedanken dazu gemacht. Ich hab's. Und eigentlich müssen wir es rausfinden. B. Nimm mal A, nimm erstmal A, das habe ich mir meist. A. Dann gehst du hier runter und dann bei D da rein kurz vorher. Bei D kurz rein, genau, und dann Dann hoch. nach oben. Dann das, ja. Jetzt ganze D, Mit ja, D einmal hier da. einmal so rum. Wo sind wir rumgegangen? Hier. Da rein, genau, und dann zack. Dann so. Und C dann da unten durch das, was noch frei ist und. Und fertig. Gut. Das ist richtig. Endlich können die Streithähne sich aus dem Weg gehen. Gut gemacht. Oh yeah. Oh ja, vielen Dank, Leute. Endlich komme ich zur Arbeit, ohne dass mich gleich am Kragen platzt. Bin ja wieder ein Neulich. wenig ruhiger. Im Ernst, Kamerad? Du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Völlig erschrocken. Ah ja, noch was seht ihr den Turm dort hinten am Dorfplatz, hinter dem Dorfplatz? Ich rate euch, haltet euch von dem Ding fern. Moriarty wohnt. Also, da wollte ich nur sagen, danke nochmal, komm. Ja, und ein seltsames Bauteil und im Rätselindex. So, jetzt gucken wir erstmal hier nach Münzen, genau. Dann gehen wir in die Kneipe. In die Kneipe. Dann kommt dieses eine Rätsel. Genau, und das müssen wir auch noch mal ausprobieren. Das wissen wir auch nicht mehr, denke ich mal, Das ne? weiß ich auch nicht mehr. Das war nicht so leicht. Erstmal. Erstmal den, der da macht das ja mit diesen Söhnen, den Brüdern. Ach, stimmt. Das ging ja noch, das ging ja noch. Schnipp. Man hört, ihr beide seid große Rätselliebhaber. Warte, ich brauche eine andere Stimme. Ziemlich klar, oder? Wie ist das mit, auf die Münzenstaat? Ja, wenn die überall hier rumliegen. Euch ging nichts, nur ihr habt recht, was ich tatsächlich ein Rätsel. Hier ist tatsächlich ein Rätsel versteckt. Seht her! Kommt gleich zur Rätsel Sache. 25, Dreiecksdreh. Welches war das denn? Ach, stimmt das. Das war gar nicht mit den Brüdern, das kommt Ne. dann woanders. In der Darstellung unten sind 10 Münzen in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet. Das Dreieck zeigt mit der Spitze nach oben. Kannst du die drei Münzen so bewegen, dass die Spitze nach unten zeigt? Jap. Das kannst du wieder, sag. Du nimmst die obere und setzt die nach da unten. Hier? Dazwischen. Ne, dazwischen, genau. Und jetzt nimmst du die. Ja, das war schon mal richtig. Warte, jetzt nimmst du die an der Seite da. Die? Die und setzt die zwischen die beiden Münzen oben. Oben. Nein, nein, Oben? nein, nein. Da, wo die so schräg sind, die Münzen. Dazwischen. Wo? Sag mal rechts oder Geh einfach links? höher, geh einfach höher, höher, höher. Dazwischen. Nein, tiefer. Ein, geh Stimmt. einfach mal ein bisschen tiefer. Jetzt geh nach links. Jetzt gehst du nach oben. Es geht doch nicht. Höher, höher, höher. Ja. Dazwischen, da müssen die zwischen. Zwischen die beiden Münzen. Da. Ah, ja. Ah, okay. Kapiert. Ah. Geil, ey. Jetzt muss Die aber. eine ist noch. Die müssen noch ein bisschen Das muss man positionieren. ganz genau, sonst sagen die wieder nichts. Nee, passt nicht. Nee, die muss weiter runter. So, ne? Yeah. Das wird wohl passen. Gut. Ja, richtig. Cool, auch wieder schnell gelöst hier. Du bist der Meister. Yeah. Es stimmt genau, das Interessante an diesem Rätsel ist, wie sehr sich das Dreieck verändert, obwohl man nur wenige Münzen bewegt. Der Kniff besteht darin, über die Ecken des ursprünglichen Dreiecks nachzudenken. Dann sieht man schnell, welche Änderungen vorzunehmen sind. Okay. Ja, das habt ihr gedacht. Ja, ihr seid recht, richtige Rätselfreunde. Und ein Bauteil. Es hat mich sehr wimmelt es von Rätseln nachen, aber nicht alle sind so nett wie ich, also passt auf. Andere verprügeln dich, oder was? Wenn du das So, Rätsel nicht jetzt findest. der hier, der Barkeeper. Barkeeper, ey, was macht ihr denn hier in meiner Kneipe? Hallo, ihr beiden. Ihr seid neu hier, habe ich recht? Nun, wenn ihr eine warme Mahlzeit und heiße Tasse Tee wollt, seid ihr hier genau richtig. Habt kein Alkohol oder was? Seltsam, was du da lest. Wenn das Essen so gut ist, wie man sagen. Okay, köstlich. Hör mal, Junge, das war nicht so dreist. Das ist eben eine Gastronomie. Manchmal ist zu viel los, manchmal ist es ruhig. Wenn immer so viel los wäre, wann soll ich denn das Essen für den nächsten Tag vorbereiten? Na cool. Da hast du dann gesagt, was ist, der wärmt das Essen auf, oder? Ja, genau. Oh, wir gerade vom Vorbereiten sprechen. Ich hatte da ein Problem. Hätte.
Ihr habt jemand ein 8-Liter-Gefäß und möchte den Saft darin in 2-4 Liter aufteilen. Den Saft. Allerdings weiß ich nicht, wo ich meinen Mistbech hingetan habe. Ich frage mich, ob ich das nicht auch mit 5- und 3-Liter-Gefäßen irgendwie hinkriege. Ja. Funktioniert schon. 23 Saftgefäße. Hier siehst du ein 8-Liter... Gefäß voll Saft, ein leeres 5-Liter-Gefäß und ebenfalls ein leeres 3-Liter-Gefäß. Auf den Gefäßen ist keine Messskala. Deine Aufgabe besteht nun darin, die 8 Liter Saft so zu verteilen, dass 5-Liter-Gefäß und 8-Liter-Gefäß jeweils genau 4 Liter enthalten. Das ist auch nur so ein Ausprobierrätsel irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie, du musst erstmal in die 3 Liter füllen. Genau. Dann musstest du die 3 in die 5. Das weißt du noch alles? Dann kippst du... Nochmal die... Ja. Ja, ich überleg gerade. Geht nämlich schon los. Ich glaube nochmal 3, oder? Das nochmal in die 3, ne? Damit wir nämlich auf der 1 2 haben, oder? Ja, irgendwie so war das. Ja, wir machen einfach mal. Dann hast du da... Nee, das geht nicht. Alter, ich muss überlegen. Nee, das ist sinnlos. Also nochmal neu. Neu. Okay, nochmal. 8 in die 3. Ich glaube, ja. Das dann in die 5? Das war ja schon, würde ich sagen. Ja. Du könntest jetzt auch noch 2... Ach nee, das wäre doof, wenn du 2 Liter noch da reinkippst. Wenn das wird nichts bringen. Ach, Mann. Ich überlege gerade. Ja, ich auch. 2 hast du dann da noch übrig? Wie wär's denn? Ach nee, das hatten wir ja gerade. Ja, oh Mann. Kipp doch nochmal hinten rein, da 3. Da, ne? Genau, meinst und dann du kippst du. Ja, kipp mal und dann kippst du das nach in die 5, die 3 Liter. Die in die 5. Mhm, dann hast du da noch 1 Liter. Dann haben wir schon mal wieder was anderes. Ja, jetzt kannst du doch die 5 wieder zurückkippen. Da in die 3, oder? Nee, dann würdest du ja das wieder rückgängig machen, was du gerade gemacht hast. In die hier. Dann hast du da wie viel? 7, oder? Dann habe ich da 7. Okay, das ist ja schon mal was. Wenn du das jetzt wieder in die 3 kippst, das wird keinen Sinn ergeben. Nee. Kipp das jetzt mal in die 5. Und dann habe ich da 5, dann habe ich da 2. Dann. Wie viel hast du denn, wenn du das da reinkippst, hast du da 3 Liter drin, oder? Wenn du das jetzt in die 3 Liter packst, ja, dann hast du 3 Liter. Dann habe ich 3. Mach einfach mal. Nein! Oh, falsch! Okay, jetzt haben wir den Ursprungszustand. Ist auch cool. So, warte. Gib mal die 5 wieder in die 8. Ich hätte jetzt eher... Ja, du machst das. Und dann die 3 in die 5. Dann die 8 nochmal da in die 3. In die 3 Liter, oder? Ja, in die 3 Liter. In die 3, wenn ich sage 3, dann den 3 Liter Eimer halt. Gut. In den 3 Liter Eimer. Dann die 3 in die 5 Liter Eimer, damit du da 1 Liter hast und da 5. 3 in den 5 Liter Eimer. So wollte ich das, genau. Und dann kann man sich entscheiden, ob du den 1 Liter da hinten... Nee, dann würdest du ja einen Ursprungszustand kriegen. Dann nimm die 5 und gib die in die 8 Liter. Achso, da 7. Gut. Jetzt hast du da noch 1 Liter. Den 1 Liter kannst du ja mal in die 5 Liter kippen. Ja, ich hab's jetzt. Hast du es? Die kippst du da rein. Jetzt nimmst du 8 Liter, kippst die in die 3 Liter. Jetzt gibst du die 3 in die 5 und dann hast du 2 Vierer. Schön gemacht. Sehr gut. Toll. Yeah. Gut gemacht. Früher oder später kommt man auf die Lösung, aber im Idealfall ist es nur in 7 Schritten zu schaffen. Diese Flüssigkeitsrätsel gibt es schon sehr lange und sie finden sich sogar in Seit 1000 Jahren fügt die das um. Genau. Ah, so geht das also. Gute Arbeit, vielen Dank. Gibt natürlich nichts umsonst für. Wenn ich wieder ein solches Problem habe, melde ich mich bei euch, ja? Und wieder ein Bauteil und im Rätselindex. Oh, wir sind schon bald wieder an der Stelle. Ja. Doch nicht mehr.
Wir sind dann gleich irgendwie zu Wilder zurück oder so. Erstmal gehen wir jetzt dahin. Da irgendwo die Katze. Da ist sie, aber erstmal hier Münzen gucken. Och, Mensch, das hatten wir letztes Mal auch nicht. Verdammte Scheiße. Wenn da jetzt ein Rätsel kommt. Dieser schmutzige Glas erinnert mich an ein Rätsel, das ich immer vor einiger Zeit gehört habe. Ich habe die falsche Stimme benutzt für Layton. Das macht nicht. 26. Flasche voll Bazillen. Ach du Scheiße. Lecker. Das hatten wir auch nicht. Also, in einer Flasche wohnt eine einzige Bazille. Nach einer Minute, ach du Scheiße, teilt sie sich in zwei Bazillen. Nach einer weiteren Minute teilen sich die beiden wieder so, dass nun insgesamt vier Bazillen in der Flasche sich befinden. Bei diesem Tempo ist die Flasche nach genau einer Stunde randvoll mit Bazillen. Wie viele Minuten würde es dauern, bis die Flasche voll ist, wenn sie am Anfang zwei Bazillen enthielte? Ja, also, für sowas bin ich ja gar nicht gemacht, ne? Ja, aber das, also, ja, gar nicht. Das hört sich zwar einfach an, aber das ist nicht einfach. Nee, das ist wirklich nicht einfach. Also wir wissen, dass je nach einer Minute teilt sich die Bazille in zwei. Genau. Ja dann, dann teilt sich die in zwei. Die zwei teilen sich wieder. Sind genau. Vier. Dann teilen sich ja die vier. Nochmal sind es acht. Nee, nee, die vier teilen sich ja nicht alle. Doch, doch. Ja. Guck mal, nach zwei weiteren Minuten teilen sich die beiden wieder, sodass sich in insgesamt vier Bazillen sind. Eine Minute später teilen sich ja die vier Bazillen auch wieder, dass acht da drin sind. Dann hast du acht Bazillen. Diese acht teilen sich nach einer Minute wieder jeweils, dann hast du 16. Also es geht dann immer so hoch. Es geht also 2, 4, 8, 16, 32, 64. Und das müsste man jetzt einfach... Einfach rechnen, bis man halt 60 Minuten voll hat. Genau. Deswegen rechne ich jetzt mal hier. Das kann man doch bestimmt ganz leicht ausrechnen. Ja, das kann man doch eigentlich ganz leicht ausrechnen, aber... Ne? Ich überlege gerade. Wir könnten ja einfach gucken, wie viel nach 10 Minuten haben und das einfach mal 6 nehmen, oder? Da müssten wir doch theoretisch... Nach 10 Minuten haben wir ja und dann eine Stunde 60 Minuten. Ja, dann müssen wir halt nur mal wissen... Wie viel 10? Also eine Minute ist ja eine Bazille. Die teilt sich nach 2 Minuten halt in 2, nach 3 Minuten zu 4, nach 4 Minuten zu 8, nach 5 Minuten 16, dann 32, 64, 128, 256, 512. Für wie viele Minuten bin ich denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Och Mann! Ich glaube, wir müssen sowieso erstmal hier einen Schnitt machen. Ach, schon wieder? Ja, habe ich schon wieder hier 13 Minuten. Dann machen wir erstmal. Ja, ich rechne es nicht.